Der obere Hotzenwald, ein Gebiet größer als 2000 Fußballfelder, im Süden Baden-Württembergs gelegen. Hier kann auf engstem Raum einer der vielfältigsten Naturräume des Schwarzwalds entdeckt werden. Mehr als die Hälfte der Fläche ist mit Wald bedeckt. 7 Naturschutzgebiete gibt es hier mit über 150 gefährdeten Vogel- und Pflanzenarten. Der obere Hotzenwald, ein Hotspot der Artenvielfalt. Deshalb wurden diese wertvollen Naturschutzflächen in den letzten Jahren als Natura 2000 Gebiete unter europäischen Schutz gestellt. Doch der obere Hotzenwald ist mehr. Er ist das größte Klassenzimmer der Welt. Unter dem Motto Natur ist Klasse können Schulklassen 3 erlebnisintensive Naturschutztage erleben. Die Schüler begegnen Experten aus dem Bereich der Ökologie, aber auch aus dem Bereich der Ökonomie. Durch den direkten Kontakt mit Landwirten, Förstern, Bewirtschaftern, mit der Naturschutz- und Forstverwaltung bekommen die Schüler einen detaillierten Einblick, sodass eine ganzheitliche Betrachtung und Vernetzung über das Natura 2000 Klassenzimmer im Live-Projekt ermöglicht wird. Also in dem Naturklassenzimmer im oberen Hotzenwald wird für Kinder alles geboten, was sich rund um die Natur letztendlich abspielt. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass Kinder, die ja heute vielfältig in der Technik und einer arbeitsteiligen Welt aufwachsen, dass sie einfach einen unmittelbaren Bezug zur Natur finden, mal erleben, was es heißt, wenn der Regen wirklich auf die Kleidung prasselt, mal den feuchten Wiesenduft einatmen können, wenn sie mal erleben, wie es ist, wenn abends das Lagerfeuer knistert oder die Grillen zirpen. Ich glaube, solche Erlebnisse sind einfach wichtig, damit man einen Bezug zur Natur findet. Deshalb, glaube ich, ist diese Begeisterung, die dabei bei diesen Naturerlebnissen überspringen kann, diese Begeisterung ganz wichtig und ist schon ein ganz wesentliches Element des Naturklassenzimmers. Ganz nach dem Motto, raus aus der Schule, rein in die Natur, beginnt das Natura 2000 Klassenzimmer mit einem spielerischen Einstieg. Bäume tasten, Geräuschekarte oder blind laufen. Mit allen Sinnen sollen die Schüler die Natur erleben, Dinge sehen, die ihnen sonst verborgen bleiben. Weil wenn man einfach nur durch diese Wälder und durch diese Moore läuft, aus der Höhe von unseren Augen sieht man die meisten spannenden Dinge nicht. Das heißt, man muss nah dran gehen und genau dafür möchten wir sie sensibilisieren und einfach auch bei ihnen die Begeisterung dafür wecken. Höhepunkt ist der Pflegeeinsatz. Mit Scheren und Sägen geht es in den Hotzenwald. Wir werden versuchen, Fichten aus den Wäldern rauszunehmen, um die Moore etwas aufzulichten, um die Region um den Bergbach aufzulichten, damit viele Pflanzen und Tierarten, die davon abhängig sind, wieder Einzug halten können. Beim Pflegeeinsatz im Hotzenwald können die Schüler das frisch Gelernte gleich anwenden. Ja, also wir müssen aufpassen, dass wir keine Tannen rausmachen. Und dann müssen wir die Fichten rausmachen und auf den Stapel legen und auf dem Stapel listen dann die Vögel. Mit den Erlebnissen in der Natur werden auch die sozialen Kompetenzen gestärkt. Die Schüler sollen Teamgeist entwickeln, spüren, dass die Aufgaben nur gemeinsam bewältigt werden können. Eben durch diese Erlebnisse, sei es Wind und Wetter erleben, sei es als Gruppe gemeinsam was schaffen, gemeinsam unterwegs sein, durch diese Erlebnisse und vor allen Dingen auch Herausforderungen möchten wir einfach zum Teil auch zu der Persönlichkeitsentwicklung der Teilnehmer beitragen. Johannes, komm mal, der Stamm ist zu dick. Johannes, entweder ist der Stamm zu dick oder wir sind zu schwach. Gemeinsam geht es eben besser und die Schüler sind begeistert. Richtig, also ich find's voll cool, weil ich mach sowieso immer gerne. Ja, und es macht Spaß gerade. Ich habe schon einen Baum hingekriegt, ich habe ihn gerade gefällt, gerade einen Baum. Ich mach einfach Bock, so jetzt hier Sachen abzuhacken. Und so leisten die Schüler ihren Beitrag zum Erhalt des europäischen Naturerbes. Das Natura 2000 Klassenzimmer ist für alle ein unvergessliches Erlebnis. Wir hatten eigentlich relativ wenig Erwartung und noch weniger Ahnung, was uns erwartet. Und was wir hier erlebt und gesehen haben, ist einfach grandios. 20 Schulklassen der 7. bis 10. Klasse haben den oberen Hotzenwald schon besucht. 20 weitere sollen bis Ende 2010 folgen.